Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist verdammt lange her, wo das letzte Video herauskam. Und nun ist es Zeit, dass es mal wieder endlich ein ganz neues Video von mir gibt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit den Königen von Rohan. Doch bevor es wieder auf die Reise geht, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video und dort war gefragt, welcher Ort ist schöner, Helmsklamm oder Edoras? Und da gab es eine große Mehrheit für Helmsklamm und ich selbst finde auch, dass Helmsklamm schöner ist als Edoras. Denn ich mag generell sehr gerne Festungen. Stimmt doch bitte wieder ab in diesem Video, einfach einen Kommentar unter meine Frage und schon habt ihr daran teilgenommen. Doch jetzt gehen wir zurück zum Thema des Videos, also lasst uns jetzt aufbrechen. In Rohan gab es wirklich verdammt viele Könige und einige waren besonders und deshalb werden wir mal schauen, wer alles König von Rohan war. Fangen wir dann auch gleich an mit dem ersten und zwar Erol, denn das ist der erste König von Rohan und somit eigentlich etwas Besonderes, denn er gehört zu der ersten Linie oder zumindest zur ersten Königslinie von Rohan und er regierte von 2510 bis 2545 des dritten Zeitalters und er kämpfte viel gegen die Ostlinge und bei einer Schlacht starb leider auch dieser König. Das geschah dann 2545 des dritten Zeitalters und sein Sohn Brego wurde der neue König von Rohan. Brego hat regiert von 2545 bis 2570 des dritten Zeitalters und er säuberte das Land von den Orks, damit Rohan schön friedlich bleibt und er baute auch die goldene Halle. Er starb dann aber 2570 an Altersschwäche und wurde dann begraben. Der zweite Sohn von Brego wurde dann der neue König von Rohan und der hieß Aldor und der regierte von 2570 bis 2645 des dritten Zeitalters. Durch seine Herrschaft wurde Rohan weiter ausgebaut in den Osten und die Dunländer wurden immer mehr vertrieben. Er regierte sehr lange und starb dann im Jahr 2645 des dritten Zeitalters im Alter von 101 Jahren. Der nächste König wurde dann der Sohn von Aldor und der hieß Freyr und er regierte von 2645 bis 2659 des dritten Zeitalters und somit war seine Regierungszeit nicht allzu lang. Er starb dann auch 2659 des dritten Zeitalters und sein Sohn wurde dann der nächste König. Denn der neue König heißt nun Freyawin und der regierte von 2659 bis 2680 des dritten Zeitalters und somit starb er auch in einem sehr hohen Alter von 86 Jahren und sein Sohn wurde danach ebenfalls ein neuer König. Dieser König heißt Goldwin und somit tritt er nun das Amt an als König und regierte von 2680 bis 2699 des dritten Zeitalters und starb dann leider auch im hohen Alter von 80 Jahren. Der Sohn von Goldwin wird nun der nächste König und der heißt Deor und der regierte von 2699 bis 2718 des dritten Zeitalters und er kämpfte gegen die Raubzüge der Dunländer an, aber die Dunländer waren sehr sehr zäh. Er starb dann ganz friedlich. Der Sohn von Deor wurde dann der neue König von Rohan und der heißt Gram und regierte von 2718 bis 2741 des dritten Zeitalters und er versuchte halt das Land so ein bisschen zu verteidigen gegen die Dunländer und Orks, die langsam in das Tal eindrangen. Er starb dann im Alter von 73 Jahren und wurde dann begraben. Der Sohn von Gram wurde dann natürlich der nächste König, wer hätte es gedacht. Und diesen jemand, den kennt man eigentlich sehr gut und zwar Helm Hammerhand. Er regierte von 2741 bis 2759 des dritten Zeitalters und er kämpfte mit den bloßen Fäusten gegen die Dunländer. Denn der Winter war gekommen und die Bevölkerung versteckte sich in Helmsklamm, um dort sich zu verstecken vor den Dunländern. Denn es fehlte überall der Schutz und die Nahrung war wirklich sehr sehr knapp. Am Ende starb Helm Hammerhand aufrecht stehend im Schnee. Nun endet die erste Königslinie von Rohan und jetzt beginnt auch schon die zweite Königslinie und dort haben wir den ersten und zwar Freyalaf. Er regierte von 2759 bis 2798 des dritten Zeitalters und er erschlug den Dunländer König Wulf und krönte sich danach gleich zum König von Rohan und Saruman wurde der erste Berater in Rohan und danach starb natürlich Freyalaf im Alter von 72 Jahren. Der nächste König wurde dann Britta und er trat dann in die Fußstapfen seines Vaters und er regierte von 2798 bis 2842 des dritten Zeitalters. Er bekämpfte die Orks, die nach Rohan eingedrungen sind. Er war auch sehr beliebt unter seinem Volk und starb dann im hohen Alter von 90 Jahren.
Der nächste König war dann Walder und er regierte von 2842 bis 2851 des dritten Zeitalters und er wurde in einem Hinterhalt dann ermordet und starb dann im Alter von 71 Jahren. Und schon haben wir den nächsten König und zwar Volker und er regierte von 2851 bis 2864 des dritten Zeitalters und er tötete jeden Ork, den er sehen konnte. Aber einen besonderen Fang hat er gemacht und zwar hat er einen großen Eber erschossen. Er starb dann später an den Verletzungen des Ebers. Der nächste König wurde dann Volkwin und er regierte von 2864 bis 2903 des dritten Zeitalters und er drängte die Dunländer zurück in Rohan. Er kämpfte auch zusammen mit Gondor gegen die Haradrim. Er starb dann auch im Alter von 73 Jahren. Der nächste König wurde dann Fengel und er regierte von 2903 bis 2953 des dritten Zeitalters. Und er war sehr unbeliebt unter seinem Volk, denn er war sehr gierig und streitsüchtig. Und sein eigener Sohn hat einfach nur darauf gewartet, dass er endlich stirbt. Er starb dann auch im Alter von 83 Jahren. Der nächste König wird dann natürlich der Sohn von Fengel und zwar der heißt Tengel und er regierte von 2953 bis 2980 des dritten Zeitalters und er war ein sehr guter König und sehr weise. Aber Saruman machte Schwierigkeiten und setzte sich dann in Isengard ab. Er starb dann im Alter von 75 Jahren. Der nächste König ist eine besondere Persönlichkeit. Den kennen wir eigentlich alle. Und er war auch im Herr der Ringe-Film öfters zu sehen. Was heißt öfters? Eigentlich ständig. Und zwar regierte der von 2980 bis 3019 des dritten Zeitalters. Ich spreche hier nämlich von Theoden. Sohn von Tengel und er war ein sehr guter König und bekämpfte verschiedene Streitmächte. Er hat nämlich die ganze Armee von Isengard erschlagen, als er sich in Helmsklamm verschanzt hat und er hat auch Gondor unterstützt gegen die Orks unter Haradrim. Auf der Schlacht der Pelennor-Feldern starb leider unser lieber Theoden wegen dem Hexenkönig, denn der kam dann herab und tötete den König. Doch nun passiert wieder etwas und zwar endet jetzt die zweite Linie der Könige und es gab wieder eine ganz neue Linie und zwar die dritte und der erste König davon war Eomer. Er regierte nämlich von 3019 bis 63 des vierten Zeitalters und er baute Rohan langsam wieder auf und vereinigte sich mit Gondor. Zusammen führten sie wieder viele Schlachten und Rohan wurde richtig prunkhaft. Den Leuten ging es wirklich richtig gut und es war wirklich eine Höchstphase für Rohan, denn sonst war immer viel Armut, aber jetzt durch Eomers Herrschaft wurde alles noch viel besser. Eomer ist dann ganz friedlich an einem Herbsttag gestorben. Der jetzige amtierende König ist natürlich der Sohn von Eomer und zwar Elfin und er baut weiterhin Rohan aus und versucht Rohan noch ein bisschen auszubauen, damit es noch ein bisschen mehr gefestigt wird. Aber Rohan geht es ja schon sehr gut und in der Hand von Elfin sollte eigentlich alles klappen. Sein Tod ist ungewiss und somit ist er der 19. König von Rohan. Das waren alle 19 Könige von Rohan und das ist wirklich schon Wahnsinn, wenn man überlegt. Natürlich hat Gondor noch viel mehr, aber 19 ist schon eine beachtliche Anzahl. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gut gefallen. Es ist nämlich das erste Video seit langem und deswegen wurde es mal wieder Zeit, dass ich wieder was mache. Wenn ihr natürlich noch in Rohan bleiben wollt, dann könnt ihr das ruhig machen, denn ich muss leider aufbrechen. Unterstützt mich doch bitte auf Facebook, Twitter und Instagram. Ich habe auch einen Merchandise-Shop. Dort könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Das würde mich sehr freuen. Und ich habe natürlich auch noch Kollegen, die machen hervorragende Videos. Und zwar einmal der Herr der Ringe-Stories, Tolkien erklärt, Mythen aus Mittelerde und Artco. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.